So, und da sind wir wieder mit Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ja, im letzten Part bin ich endlich weitergekommen. Und jetzt haben wir den Sonnenschlüssel erhalten. Ihr wisst es alle noch. Und ja, wo müssen wir damit jetzt wohl hin? Ihr erinnert euch, dass wir dieses seltsame Zeichen auf dieser Insel da, Insel Molude, gesehen haben. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie die heißt. Aber ist ja auch egal. Ja. Dieses Zeichen, was wir uns auf der Karte notieren sollten. Ach, ihr wisst das alle noch. Und wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt gleich wieder sehen und wisst, was ich meine. Feind in Sicht. Tschüss. Und weg. So. Oh, da ist Terry. Terrys Schiff. Terrys Laden. Vielleicht sollten wir irgendwann mal wieder zu ihm fahren. Ich glaube, wir hatten ja diese Mitgliedschaft bei ihm da, ne? Ach ja. So, ich erstmal anders hinsetzen hier. Okay. Insel Molude, wir kommen. Ach. Mal diese Viecher, die überall im Wasserloch lauern. Da wir jetzt auch den Bergungsarm haben, können wir auch später mal dahin fahren und gucken, was da so ist. Und auch wenn wir Schatzkarten oder sowas bekommen. Und da ist irgendwas. Was ist denn da? Oh, mir schwebt Übles vor. Ich glaube, oh, wenn mich nicht alles täuscht, war hier nicht irgendwas? Ich habe gerade so das Gefühl, dass wir nicht ganz so einfach auf die Insel draufkommen. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Nicht, dass wir da reinfahren. Ja, ich wusste es. Oh, ich wusste, hier war doch irgendwas. WTF. Ja, ein Bossfight. Was ist das? Dieses Riesenmonster lässt uns nicht anlegen, Link. Sein Schwachpunkt ist, wenn ich das nur wüsste. Aber der Schwachpunkt muss irgendwo auf seinem Körper sein. Eins weiß ich. Setz einen neuen Kurs, damit wir in Bewegung bleiben. Verwirr es, bis es dir seinen Schwachpunkt zeigt. Aber falls es angreift, sitz nicht untätig rum, sondern wehr dich mit der Kanone. Okay, Miep. So. Da ist auch ein Kreuz. Jetzt haben wir die Karte hier so rangezoomt. Ich zeichne jetzt mal erstmal einfach immer um das Monster so drumherum, damit wir ein bisschen in Bewegung bleiben. Irgendwie so. Damit ich das nicht ständig neu zeichnen muss. Ah, ich irgendwie, ja. Also. Ah! Ah! Lass mich in Ruhe! Jetzt entferne ich mich. Okay, das habe ich jetzt schlecht gezeichnet, aber was soll's. Treffe ich es trotzdem? Nein! Oh, verdammt! Also, ich weiß noch, dass ich in das Auge treffen muss. Das ist ja wohl auch nicht ganz so schwer zu erkennen. Ach. Los, mach schon dein Auge auf. Erwischt. Ich weiß gar nicht, wie oft man das nochmal treffen muss. Normalerweise ist das ja immer so dreimal, ne? Aber bei dem weiß ich es jetzt gerade nicht mal mehr so genau. Habe ich dafür Leben bekommen? Na los! Erwischt. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen weit weg, aber ach, was soll's. So hat es wenigstens Schwierigkeiten, uns anzugreifen. Naja, solange die Teile uns nicht treffen, ist alles gut. Erwischt. Nein, anscheinend müssen wir es öfters treffen als nur dreimal.
Kleiner Zwischenboss. Jo, tatsächlich. Wir bekommen dafür Leben, wenn wir diese Dinger abschießen. Ach, jetzt hat es das... Ach so, verstehe. Jetzt hat es ein Auge länger zu. Na los, triff. Ha, erwischt. Gott, bist du hässlich. Du bist so hässlich. Blödes... Oh, Monster. Ja, so. Von wegen mich hier treffen, hä? Denkst du wohl so, hä? Hä? Gott, wie oft muss ich das denn treffen? Ah, okay. Die Frage hat sich jetzt gerade von selber geklärt. 5-mal also. Okay. Ha. Gute Arbeit. Wir haben es geschafft. Wir beide sind ein tolles Team, Kleiner. Nun können wir sicher anlegen. Setz Kurs, Navigator. Wer macht denn immer die Arbeit? Also, mal ganz realistisch gesehen. Ich zeichne den Kurs, ich beschieße das Ding. Und er, ich weiß gar nicht, was er macht. So, da seht ihr. Das sollten wir uns ja hier drauf malen. So, und ja, das versteckte... Ja, ich hatte ihn nicht ganz richtig gezeichnet. Das war doch hier, oder? Ich grab da jetzt einfach nochmal. Ich weiß zwar nicht, ob wir da jetzt auch hätten... Ups, anders hinkommen können. Aber ich mach's einfach jetzt mal so, weil ich weiß, dass es hier lang ging. Stirb. So, da. Na, zuerst mal... Mache ich die Monster hier kalt. So. Dass die uns auch nicht mehr in die Quere kommen. So, und mit dem Sonnenschlüssel kommen wir jetzt auch hier rein. Wo geht's da hoch? Hm, naja. Okay, und da können wir gerade mal was graben. ETF. Ich hätte jetzt eher gedacht, da kommt irgendwo... Oh, eine Schatzkiste. Ist ja noch besser. Wow. Du hast einen Weisheitstropfen erhalten. Er strahlt Weisheit aus, aber du kannst ihn nicht benutzen. Verstau ihn erstmal im Sammlungsbildschirm. Wie viel haben wir jetzt davon? Ach, ach, komm schon. Ich öffne immer das falsche Menü. 2, 7 und 3. Okay, brauchen wir noch eine ganze Menge. Da können wir ja noch ein bisschen sammeln gehen. Ah, okay. Damit hat sich auch die Frage von gerade geklärt. So, okay. Ach, ihr. Euch kenne ich ja noch von der Insel des Windes und von dem Schiff von diesem komischen Typen da. So, was sagt er? Boioin. Sivan hat ein Lagerhaus. Sivan? Vor diesem Lagerhaus wächst ein Baum. Und seine Wurzeln verbergen einen vergrabenen Schatz. Oh, Grab dort. Sivan? Können wir... Nein, können wir... Oder? Doch, können wir. Wir können auch auf die Karte hier zugreifen. Okay. Dann male ich mir da mal... ein Kreuz hin, ne? Das wusste ich nicht. Das ist eine nützliche Information, die er mir da gegeben hat. Und ich habe nicht aufgepasst. So, jetzt aber... Na, da schauen wir doch später mal gerne vorbei. Schätze sind immer gut. Und ach Gott, wie viele von euch Viechern gibt es denn hier? So. Okay. Ach du. Ach. Mein Gott. Ihr greift mich ja hier von hinten und von vorne an. Zuerst will ich wissen, was da ist. Da ist nichts, okay. War da irgendwas? Nein, okay. Ach, nur das abgeschnittene Gras. Ich dachte schon, da wäre irgendwas, wo man graben könnte. Ja, ein Greifarm wäre nicht schlecht. Kriegen wir später noch. Nur die Statuen können das Tempeltor öffnen, also bündelt ihre Strahlen darauf. Und jetzt geht bei uns das Telefon. Ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Ja. So, hättest du wohl gerne? Ich hoffe mal nicht, dass ihr es irgendwie laut hört oder so. Ach, komm schon. Was stand da jetzt drauf? Die Strahlen, nur die Statuen, ne? Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt wegen dem Telefon. Ach so, das stand ja hier drauf. Nur die Statuen können das Tempeltor öffnen, also bündel ihre Strahlen darauf. Okay. Aber was für Strahlen? Ich meine, hier war jetzt gerade eine Statue, ne? Ah, okay. Okay, diese Strahlen. Also meine Fragen sind heute alle immer so selbsterklärend. Ach komm, in die Richtung. Nee, so. So war schon richtig, okay. Nein, 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 so. Okay. Die erste, ich glaube, es waren zwei. Oh, oh Gott. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Oh, dafür brauchen wir den Boomerang. Ha, hättet ihr wohl gerne. Schade. Na toll, gleich zwei von diesen Biestern. Auch schön. Oh. Sag mal. Halt, ich habe ihn getroffen. Okay. Den ersten habe ich getroffen. Komm. Ach, Mann. Ha, ich habe ihn trotzdem. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber irgendwie habe ich momentan ziemlich viel Glück in diesem Spiel. Ach, und da haben wir die nächste Statue. Okay. Ach, dann sind es drei. Stopp, das sind dann aber drei. Wenn die jetzt in die Mitte geht, dann muss hier irgendwo noch eine sein. So, okay. Das können dann wohl kaum alle sein. Wo haben wir denn die dritte? Müsste die nicht hier sein? Die kann ja wohl nicht da sein, ne? Das ist die Schatzkiste. Oh, ein Greifarm wäre nicht schlecht. Zumal ich wahrscheinlich, sobald ich den Greifarm habe, vergessen werde, wo das hier alles nochmal war. Aber ich bin doch zu voll, mir das aufzuschreiben, also... Naja. So, zwei haben wir. Okay, es waren drei. Wo ist denn die dritte? Das... Da. Da. Ach, die steht schon... Ich verstehe. Ach, ich weiß. Ha. Das hätten wir. So. Jetzt können wir in den Tempel des Mutes, ne? Genau, ich weiß noch, oh, am Anfang habe ich immer gedacht, ich müsste irgendwie zu dieser Statue hinkommen, aber es gab nie einen Weg dahin. Bis ich da erstmal gecheckt habe, dass ich da einfach nur einen Boomerang vorschmeißen muss. Was für ein Ort. Das ist also der Tempel des Mutes? Ich wette, der Lichtgeist des Mutes ist auch hier. Lasst uns weitergehen, Link. Ja, wenn ihr wüsstet... Nein, ich spoilere euch jetzt nicht. Nein. Ich spoilere euch nicht. Für alle, die das hier zum ersten Mal gucken und das Spiel noch nicht kennen. Ja... Wir haben noch ungefähr eine Minute zum Aufnehmen. Aber egal. Ich stürze mich einfach in den Tempel rein. Ich glaube, auf diesen Feldern hier sind wir sicher vor diesen Teilen. So. Bombe? Wartet mal. Au! Och, Mann. Ist da was? Tatsächlich, da kann man lang. Das. Oh. Was man so alles herausfindet. Du hast einen Goron-Bernstein erhalten. Diese harte und wertvolle Mineral enthält einen Käfer. Ach, dieses harte und wertvolle. Ja, ja, okay. Toll. Schön. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Schatz, mit dem wir nichts anfangen können. Autsch. Ach so, hier kommt man lang. Ups. Ah! Hilfe! Okay, hier haben wir wieder eine Menge Fallen. Ah! Verdammt, 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 verdammt. Ich bin auch doof.
Ich wollte nur wissen, was jetzt hier ist. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Und nein, du kriegst mich jetzt nicht nochmal. Du mich auch nicht. Ja. Achso, hier schalten wir uns wieder die Türen frei. Nun gut. Aber wir haben jetzt auch unsere Aufnahmezeit mal wieder erreicht und sind jetzt gerade erst im Tempel angekommen. Aber naja, das muss dann wohl bis zum nächsten Part warten. Nun gut, Leute. Also, ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part, ne? Bis dahin, haut rein, ciao.